wie der Arsch von Erika, wisst ihr noch? Ja, ja, so. Das waren noch Zeiten. Junge, Junge, hatte die eine Kiste, Alter. Steh auf, ersteck dich auf! Ersteck dich auf, Männer! Ich muss los, Kowalski. Kümmere dich um Private und Rico. Dann auf geht's, Männer. Immer schön die Augen offen halten. So, hier. Alter. Was sehe ich da gerade? Scheiße, wer hat die Waffe gemottet? Scheiße, wer hat die Waffe gemottet? Kowalski! Nein, Sir, ich war es nicht. Es war Private. Nein, Sir, ich war es auch nicht. Los, rein hier. Rico. Ey, kannst du nur deine Fehler auf den armen Private schieben? Du bist so ein Vollidiot. Wie sollen wir mit dieser Waffe schießen? Guck dir das doch an! Die Jungs können dort ordentlich schießen. Die haben wahrscheinlich ordentliche Waffen, nicht so einen Rotz wie wir. Aber es tut mir leid, Rico. Ich bin etwas über die Stränge geschlagen. Aber hier geht es nun mal um unsere Pürzel. Um Leben oder Pürzel, wenn du mich verstehst. Ich habe keine Lust, schon so frühzeitig ins Gras zu beißen. Ich könnte jetzt noch kotzen. Kowalski. Ja, Sir. Kannst du Rico erklären, dass es mir leid tut? Es war nicht so gemeint. Ich glaube, er hat es schon kapiert, Sir. Wir sind alle etwas eingeschüchtert. Männer, ihr kennt mich doch. Wir sind schon seit Jahren ein erfolgreiches Team. Ihr wisst, dass ich ein strenger, aber gerechter Boss bin, oder? Ja, Sir, klar. Ja. Oh. Ну и чё тут? Ein Scav. Männer, ein Scav. Den holen wir uns. Wir haben ihn tatsächlich erschossen mit dieser Krüppelpistole. Ging doch gar nicht so schlecht, Sir. Naja. Ging aber schon mal besser. Oh. Kommt der nächste Anwärter. Er sah aus, als würde er mit dem Staubsauger oder mit dem Kerbbesen vorbeigehuscht kommen. War es ein Spieler, Sir? Ich weiß es nicht. Sehr schön, sehr schön. Die nehmen wir mit, das nehmen wir mit. Die Munition brauchen wir auch noch. Oh, Zucker. Rico, den gebe ich dir dann heute Abend zur Beruhigung. Als Freundschaftsangebot sozusagen. So, Falten. Die heilige Dreifaltigkeit. Oh, eine Pelzmütze für dich, Private. Damit du im Sommer nicht mehr frierst.
Wo sind wir hier, Männer? Was ist das da vorne? Hm. Keine Ahnung, Sir. Sieht aus wie ein Lager. Los, das wird erkundet. Ganz schön was los auf dieser neuen Map. Das ist eine Erweiterung, Sir. Ganz schön was los auf dieser Erweiterung. Oh, ein Paradies. Energy Drink. Oh, der Abend ist gerettet, Männer. Wir können uns besaufen. Und Medizin. Als Rico sich wieder totgesoffen hat, können wir ihm dann gleich wieder ins Leben zurückholen. Nichts drin. Aber hier, ja, sehr gut. Augmentin, Rico, da stehst du drauf. Leise, Männer, leise. Oh, ich sehe Fresspakete und Medizin. Das ist das wahre Paradies hier. Noch so eine große Kiste. Dann lasst uns mal einen Blick riskieren. Männer, hier kommen die Granaten geflogen. War das auf uns? Oder war das... Oh, da kommt einer. Ist er schon auf dem Grundstück oder noch draußen? Keine Ahnung, Sir. Die Berechnungen versagen. Ich glaube, er ist schon drin. Ist der hinter uns? Das Audio bringt mich hier noch um, Männer. Binauraler Sound, Sir. Binaural am Arsch. Ich höre nichts. Dass ich verpisst oder was? Uns fehlt nichts, so. Wir müssen uns bloß heilen. Gibt's hier Blech? Es ist uncool, wenn wir die Lage nicht einschätzen können, Männer. Das stimmt so. Der hat uns die Kiste geklaut. Oh. Schnell die Waffe. Er kommt so, er kommt. Wo ist das? Er rauscht rein wie der Teufel auf Rädern. Das Zeitfenster war so kurz. Oh. Männer, ich bin abgerutscht. Sorry, tut mir leid. Können wir auch vorstürmen. Mein Fehler, Männer. Er wollte mit dicken Geschützen auffahren, so. Ja, er wollte uns eine Ladung Pellets in den Arsch schießen. Schrot. Ist des Bürzels tot.
Вали хуй из зоны! Puh. Glück gehabt. Die ersten paar Schüsse habe ich versemmelt, Männer. Ich hab's gesehen, Skipper. Zu unserem Rucksack holen und dann raus hier. Wir haben genug Loot für die nächsten 5 Jahre. Wo rennst du hin, Skipper? Ich hab keine Ahnung, was fragst du mich? Ich weiß nur, dass der Fluss auf der linken Seite ist. Und das ist schon mal nicht schlecht. Heute. So. Ich hab's gesehen, Kowalski. Es wird geschossen. Oh, das war nah, oder? Laut. Was sind das für Gebäude? Wir werden erstmal die Lage peilen, Männer. Erstmal abchecken, dass hier keiner ist. Schönes Ding. Voll in die Fresse geschossen. Fetter Schuss, oh, fetter Schuss. Oh, sie ist voll. Sie ist voll. Es ist schlecht, wenn wir die Spawns auf dieser neuen Map noch nicht kennen, Männer. Eine Erweiterung, so. Ach, scheiß Erweiterung. Neue Map. Was ist der Unterschied? Wir müssen schon exakt sein, so. Die Wissenschaft verlangt es. Die Wissenschaft kann mich am Arsch lecken. Die hilft uns bis jetzt auch nicht weiter. So. Hm. Wir messen und evaluieren, so. Auf jeden Fall ein Treffer, Männer. Blut. Ich sehe nichts. Kacke. Da ist noch einer. Da hat mir ihm eine gegeben. Aber hier liegt keiner. Es war kein tödlicher Schuss. Da liegt er. Aber nackig. Den hat schon einer nackig gemacht. So. Mist. Bin mal gespannt, was uns hier drin erwartet, Männer. Reiche Schätze oder der Tod? Ich bevorzuge reiche Schätze, so. Ja, ich natürlich auch. Und ich hast recht. Private, du bist heute verdächtig ruhig. Sind die Windeln schon wieder voll oder was? Nein, Sir. Die sind noch so jung. Wieder ein neuer Morgen. Und dann ist ja gut. Hm. Oh, da. Fette Kiste, Männer, fette Kiste. Wie der Arsch von Erika, wisst ihr noch? Ja, ja, so. Das waren noch Zeiten. Junge, Junge, hatte die eine Kiste, Alter. Wenn die sich auf dich draufgesetzt hat, warst du Moose. Ich weiß. Sie hat sich fast auf Private gesetzt. Er war noch so klein und sie hat ihn einfach nicht gesehen. Oh, das wäre... Hätte kein gutes Ende genommen für den kleinen Racker. Was sagst du was, Sir Skipper? Die hätte... einen Pfannkuchen aus ihm gemacht. Wohl eher eine Briefmarke. Aber zum Glück hat das ja mitgemerkt und ist weggerannt. Als die Sonne verschwand und sich die fette Kiste von Erika bedrohlich näherte, erkannte der Kleine schon die Gefahr. Er war schon recht frühzeitig clever. Naja, was soll's. Bei solchen Lehrmeistern wie uns. Da sagst du was, Skipper.
Besserer Lehrmeister kann er gar nicht haben. Mhm. So, komm. Ja, 40 reicht. Ich habe was gehört. Also ich habe nichts gehört, Skipper. Hm. Vielleicht habe ich mich auch bloß verhört, Männer. Wir sollten uns langsam mal wieder auf den Weg machen. Ich weiß noch nicht, wo wir stecken. Oh! Skipper! Alarm! Ja! Oh! Wo? Von wo? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Scheiße. Mann, das hat uns schwer erwischt. So ein ekelhafter Hund. So, bitte. Zügle deine Begriffe. Du weißt. Mann. Du weißt, unser Junge schnappt dich schnell auf. Dann sind sie lieber schwer aus ihm rauszubekommen. Ja, aber jetzt ruhig, Männer. Wir müssen unsere Ärsche zusammenflicken. Und lauschen. Es wäre ja zu schön, wenn wir jemanden am Granate zerrissen hätten, aber ich glaube nicht an Wunder, Männer. Ich schon, Sir. Ja, du bist auch noch jung. Du kannst dir den Luxus, an Wunder zu glauben, noch leisten. Ich höre nichts so. Das muss nichts heißen, Kowalski. Ich fühle es. Er ist da noch da draußen. Hinter uns. Leise, leise, Männer. Steh auf, er steht nicht auf! Er steht nicht auf, Männer! Nein! Jetzt! Oh. Ich muss los, Kowalski. Kümmere dich um Private und Rico.